Aber die waren goldig, leider. Ja. Wir sind hier in Karnak und vor uns hier sieht man Innenhof. Wie es damals bekannt war, Hof des Tempels war nicht überdacht. Vorhof, Innenhof, ohne Decke gebaut. Aber weiter hinten die Hallen und das Allerheiligste war überdacht. Und die Decke war aus Stein gebaut. Genau wie hier, diese Räume. Dieses Raum, das ist eine Kapelle. Und die sind drei nebeneinander gebaut. Drei Kapellen, die waren überdacht. Man sieht Rest von originaler Decke. Und die waren zu. Stellen Sie sich vor, stand hier ein Tor. Man sieht Scharniere oben. Stand sie, war aus Holz mit Bronze und Kupfer belegt und dekoriert. Und war alles bunt. Man sieht Rest von Farbe oben. Türkis, blau. Und diese Kapellen, diese drei nebeneinander gebaut wurden, waren früher gebaut ein Götterpark. Es war damals bekannt, fast an jedem Gott wurde eine Barke, Boot gebaut. Nicht groß, etwa 2 Meter lang gebaut, aus Zedernholz vergoldet. Und Barke des Gottes, es symbolisiert die Reise ins Jenseits. Und hier sieht man heute keine Barken mehr. Aber wenn Sie zu dieser Seite kommen, dann können Sie von hier deutlich anschauen. Schauen Sie an der Wand hier, Barken. Hier in der Mitte, Boot. Deutlich. Mit 2 Widderköpfen geschmückt und auf dem Widderkopf die Sonnenscheibe. Widder, das ist Symbol des Gottes Amun-Re, sein heiliges Tier. Und das bedeutet, die Barke des Gottes war dekoriert mit Symbol des Gottes. Beispielsweise Barke Horus war mit 2 Falkenköpfen geschmückt. Barke Amun-Re mit 2 Widderköpfen geschmückt. Und hier sieht man Motiv vom König, bringt die Opfergaben vor Barke. Und die Namen sind deutlich hier vor uns, die Kartuschen, so wie auch hier eine Reihe von Kartuschen. Die sind die Namen vom König Sitos II. Zu seiner Lebzeit wurden diese drei Kapellen gebaut. Und das heißt einfach, man kann bestimmen und wissen, zu welcher Zeit stammt diese Tempelgebäude durch Namen der Könige, die Kartuschen. Und hier sieht man die Zeichen, die ich Ihnen vorher im Hatschepsut-Tempel gezeigt habe. Schauen Sie, Biene und Pinsel. Ober- und Unterägypten, der Titel, ja, das ist sein Krönungsname. Oder hier auf dieser Seite, das wiederholt sich. Schauen Sie, hier. Oder hier, Ente und Sonne, Sohn des Gottes. Ja, deutlich sieht man das, die 2 Hauptnamen des Königs. Geburtsname, Krönungsname. Das ist aus Sandstein gebaut, diese Kapelle. Aber auf dieser Seite oder vor uns hier gerade, sehen Sie Lehmziegel. Schauen Sie, diese Lehmziegel vor uns geradeaus, das ist von damals. Aber der Mauer davor ist von heute gebaut. Aber hinter Mauer, Rest von Rampe aus damaliger Zeit. Heute sicher die Frage, wie früher die alten Ägypter diese riesige Torbau fertig aufgebaut hatten. Wie hat man diese schweren Steinblöcke so hoch geschleppt? Das war auf der Rampe. Und das bedeutet, wenn man damals 1 Meter hoch bauen möchte, dann war Rampe 1 Meter hoch dazu gebaut. Und war Rampe, wie Sie gleich sehen, aus Lehmziegel und Schutt zusammengebaut, bleibt stabil. Und auf der Rampe hat man die Steine hochgeschleppt oder gerollt. Geht man auf der Rampe höher, mit Steinen bis nach oben, bis man davon fertig war. Dann von oben kommt man wieder runter, mit Reliefs, mit Farben daran fertig gemacht, dann wurde Rampe abgebaut. Und die alten Ägypter damals, sie hatten erst aufgebaut, von oben nach unten dekoriert, außer Obelisken. Obelisk war erst auf dem Boden dekoriert, dann weiter aufgestellt. Wir sehen hier später Obelisken im Karnak-Tempel. Und um diese Zeit.